Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit dem nun folgenden Film. Dies hier ist der historische Park von Phi Mai. Phi Mai liegt im zentralen Thailand, im Isan, ca. 30 Kilometer von Korat entfernt. Es handelt sich hierbei um eine Khmer-Anlage, die zur gleichen Zeit wie Angkor Wat, also zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert ungefähr entstanden ist. Die gesamte Anlage ist natürlich erheblich kleiner als Angkor Wat. Sie ist ca. 1000 x 600 Meter groß und hat erheblich weniger Touristen und wird morgens hauptsächlich von Schulklassen besucht. Der Eintritt beträgt 40 Baht, also ca. 80 Cent, und dafür gibt es auch noch im Informationszentrum eine kostenlose Broschüre in Deutsch, die Sie sich unbedingt vor Besichtigung der Anlage besorgen sollten. Interessieren Sie sich für diese Khmer-Architektur, dann gibt es dort im Besucherzentrum noch sehr preiswert weitere Informationsmaterialien zu kaufen. Diese Anlage ist sicherlich kein Ersatz für eine Besichtigung von Angkor Wat. Wenn Sie jedoch weder nach Angkor Wat wollen, noch sonst jemals einen Khmer-Tempel besichtigt haben, ist diese Anlage zumindest ein guter Einstieg dazu. Hier sehen Sie übrigens gerade wieder eine dieser Schulklassen, denen natürlich, wie bei uns den Kindern auch, der nötige Ernst bei der Sache fehlt. Dieser Blick auf die Hauptgebäude, die an Angkor Wat erinnern, ohne natürlich dessen Größe zu haben. Unabhängig davon ist aber eine sehr schöne Khmer-Anlage, die zwar noch nicht komplett restauriert ist, aber trotzdem immer eine Besichtigung lohnt. Und was diese Anlage besonders auszeichnet ist, sie ist absolut ebenerdig. Es gibt praktisch außer diesen hier ab und zu sehenden 3, 4, 5 Treppenstufen keine Steigung und nichts. Sind also sehr einfach zu begehen. Und es ist auch kein Problem hier in Ruhe Fotos zu machen oder auch zu filmen, da, wie Sie ja selber sehen, so gut wie kein Mensch durchs Bild laufen wird. Dies kann natürlich an Wochenenden oder an buddhistischen Feiertagen anders sein, da, und das muss man ganz einfach sehen, es sich bei Phi Mai immer noch um ein in Thailand bekanntes Khmer-Heiligtum handelt. Wenn Sie mehr über Südostasien erfahren möchten, besuchen Sie uns doch mal auf unserer Internetseite.